Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker aus dem schönen Linz in Österreich an einem herrlichen sonnigen Tag und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Es geht heute um das Thema Angst und ich möchte einfach mal ein bisschen diese Angst noch beleuchten, beziehungsweise wo Angst denn auch herkommt und wie man sie vielleicht auch selber abfedern kann, bevor sie passiert. Also Angst hat ja immer etwas mit Enge zu tun. Und die Frage ist dann natürlich, wann wird etwas eng? Wenn ich mich zurückziehe, wenn ich mich zusammenziehe oder wenn ich das Gefühl habe, es drückt etwas in mich rein energetisch. Und es gibt ja so Ängste, die sind, die tauchen auf, weil man sich Sachen länger nicht anschaut, sich mit Sachen länger nicht beschäftigt. Zum Beispiel mal so Verlassensängste, dass man in einer Beziehung zu wenig geschaut hat oder die Angst, finanzielle Sorgen zu haben, weil man da sich zu wenig damit beschäftigt hat. Das wäre dann so eine Idee, dass da die Angst von so einem Schatten kommt. Das heißt, ich habe mich mit etwas länger nicht beschäftigt und deshalb ist es zu einem Schatten geworden und drückt dann eigentlich rein. Also man kann so quasi diese Schattenarbeit, diese Arbeit mit dem Schatten auch ein bisschen so über die Angst aufnehmen. Wichtig ist halt vor allem zu erkennen, wenn die Angst auf einmal kommt, also dass man selber auch abschätzt, okay, dass man das einordnen kann, hat das irgendeinen Bezug, zum Beispiel wenn ich sehr gestresst bin, dann bin ich halt leichter ängstlicher oder ich habe gerade eine Phase, wo ich Sorgen habe, dann ist ja eine Angst völlig nachvollziehbar und auch in Ordnung. Nur wenn man eben permanent Angst hat und zwar vor Dingen Angst hat, die eigentlich gar nicht sein können, dann sollte man sich wahrscheinlich mal was überlegen, einmal was machen, entweder mal mehr meditieren, eine Klarheit reinbringen oder sich einfach mal so auch Hilfe suchen, denke ich. Aber generell geht es heute mal um diese Angst, die von diesem Schatten erzeugt wird und die also quasi irgendwo her drückt. Ich habe mich also mit etwas nicht so auseinandergesetzt oder womöglich habe ich auch, um die Bibel zu zitieren, mein Haus auf Sand gebaut. Das heißt, ich verlasse mich eigentlich darauf, dass meine Sicherheit, mein Urvertrauen, von wo kommt, was aber jederzeit wieder wackeln kann, was jederzeit wieder rausgenommen werden kann. Und dann ist natürlich die Angst auch berechtigt und eigentlich ein Hinweis auf etwas, dass etwas steckt und etwas nicht gut passt. Ja, und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Wie kann man denn da arbeiten, wenn da jetzt irgendwo so ein Schatten sich aufgebaut hat oder wie kann man das auch verhindern? Das ist jetzt eigentlich mal so das Thema. Es gibt da so diese Theorie, dass das Gegenteil von Angst ja nicht jetzt so Mut ist, sondern dass das eigentlich die Liebe ist. Das heißt, das Gegenteil von Angst ist Liebe. Liebe öffnet, macht auf und damit ist natürlich diese göttliche Energie gemeint, nicht jetzt so diese romantische Liebe. Aber das ist eigentlich so das Gegenteil von Angst und auch mit diesem Punkt werden wir heute ein bisschen arbeiten. Aber als erstes geht es wie immer um das Bewusstsein, um das Klären und sich selber mal bewusst zu machen, wo liegen denn meine Ängste, wo liegen meine Sorgen, wo habe ich denn so meine Themen ganz persönlich? Und um das jetzt einfach einmal sich bewusst zu machen, lade ich dich jetzt ein, mal deine Augen zu schließen und mal tief ein- und auszuatmen und nochmal tief ein- und ausatmen. Und was immer gut ist, wenn du mit dir selber arbeiten möchtest, wenn du mit dir selber etwas klären willst, das ist, dass du an einen neutralen Ort gehst. Einen Ort jenseits deines Alltags. Und um das zu unterstreichen, kannst du dir vorstellen, dass du jetzt an einen Ort gehst, der ganz weiß ist, ganz weiß eingerichtet. Ein ganz weißer Raum in strahlendem Weiß. Mit einem weißen Stuhl und einem Tisch und alles ist weiß. Jede Wand, die Decke, der Boden, strahlendes Weiß. Und du setzt dich
in diesen Raum, in die Mitte dieses Raumes, wo der Stuhl steht. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und nochmal ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt, dass du dich immer mehr und mehr entspannst. Und lässt mal die Energie von diesem weißen Raum auf dich wirken. Dieser weiße Raum ist Freiraum und Neutralität. Und dieser weiße Raum bringt vor allem jetzt mal deinen Verstand zur Ruhe. Der kommt runter. Und diese Ruhe, diese Entspannung, spürst du jetzt mal, indem sich ihm dein Kopf reinigt, die Schultern, Oberkörper, bis hinunter zu den Füßen, wirkt jetzt diese weiße, neutrale Energie dieses Raumes auf alle Ebenen deines Seins. Und in dieser Neutralität, in dieser absoluten Mitte, beginnst du jetzt an dir selbst zu arbeiten, energetisch mit dir selber zu arbeiten. Und das Erste, was du jetzt machst, ist, du aktivierst deine Eigenermächtigung und das ist ein großes rotes Licht und das machst du jetzt in dir an, wie einen Schalter, den du umlegst, Eigenermächtigung. Und das zweite Licht, das du aktivierst, ist die Eigenliebe und das ist ein strahlendes, hellrosafarbenes Licht. Und auch das aktivierst du. Also ein rotes, die Eigenermächtigung und ein rosafarbenes Licht, die Eigenliebe. Und diese beiden Talente, die dir innewohnen, breiten sich jetzt mal in dir aus. Und sie umhüllen jetzt vor allem die Anteile, mit denen du in Ängsten verhaftet bist. Kindheitsängste, negative Erlebnisse, womöglich auch Sorgen, die gerade deinen Alltag prägen. All diese Energien werden jetzt umhüllt von Eigenermächtigung und Eigenliebe. Eigenermächtigung und Eigenliebe. Rot und rosa. Es ist die Angst, auch körperlicher Seite krank zu sein. Also Existenzängste werden jetzt eingehüllt. Sorgen und Ängste um Familienmitglieder, um deine Lieben. Und auch die werden jetzt in dieses Licht eingehüllt.
Und du spürst jetzt, dass in dir eine tiefe Reinigung stattfinden darf. Eine Reinigung von deinen Ängsten. Und diese Reinigung geschieht jetzt durch das Urvertrauen und durch das göttliche Licht, die göttliche Gnade. Urvertrauen und göttliches Licht, göttliche Gnade. Und in diesem Licht beginnt jetzt eine Reinigung. Und diese Reinigung gestattest du jetzt. Ich bitte darum, dass dieses ewige Licht meine Ängste, meine Sorgen, meine Zweifel löst. Und wenn es berechtigte Ängste, Sorgen, Zweifel sind, Impulse, die ich benötige, dann bitte ich darum, dass diese Ängste, diese Zweifel, diese Sorgen in einer Form kommen, wo ich mich gut damit beschäftigen kann. Wo ich diese Ängste, Zweifel, Sorgen auch gut für mich lösen kann. Und in diesem Augenblick findest du jetzt Heilung, Vertrauen und vor allem einen tiefen Frieden. Dies ist auch der Augenblick, wo du die Angst oder die Ängste, die du von deinem Familiensystem übernommen hast, von deinem Umfeld womöglich übernommen hast oder die dich geprägt haben aus deinem Umfeld heraus, dass du diese Ängste jetzt lösen und abgeben kannst. Und das wird jetzt gelöst, das findet jetzt alles statt für dich. Und du spürst, wie sich auch diese fremden Ängste lösen, vielleicht über deinen Rücken abfließen oder abgesaugt werden. Und wie auch sämtliche Schatten und sämtliche vorgefertigten Meinungen der Welt gegenüber aus deinem System gelöst werden.
Und du spürst und siehst, dass die Welt nicht aus Angst besteht. Vielleicht ist der Schatten der Welt Angst, aber im Wesentlichen ist die Welt Freude und Liebe. Alles, was ist, alles, das existiert, kommt aus Freude und aus Liebe. Und du spürst, dass du tief in deinem Zentrum ebenfalls aus Freude und Liebe bestehst. Die Freude über dein Dasein und die tiefe, bedingungslose Liebe. Und nun lösen sich Anspannungen und Verspannungen der Vergangenheit. Und das sind Anspannungen und Verspannungen, die darauf basieren, dass du dich mal nicht geliebt gefühlt hast oder dass du das Gefühl hattest, jemand erfreut sich nicht an deinem Dasein. Und du spürst, dass jetzt ein tiefer Wandel stattfindet. Und dieser tiefe Wandel manifestiert sich jetzt in einem dunkelvioletten Licht, in einem dunkelvioletten Strahl oder Feuer, wenn du das möchtest, der deine Wirbelsäule entlangsteigt, wirklich vom Becken rauf bis zum Kopf. Und dieses violette Licht, dieses dunkelviolette Licht löst jetzt alle vorgefertigten Meinungen, und erlaubt dir, dass du absolut in deine Kraft, in deine Eigenermächtigung eintauchen kannst. Und du atmest tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, wie du immer freier und klarer wirst. Und du erlaubst dir jetzt, frei zu sein, geliebt zu sein, klar zu sein. Dein Leben ist ein Leben ohne Angst. Dein Leben ist ein Leben voller Liebe. Voller Freiheit und Flexibilität. Alle fix vorgefertigten Konzepte und Anspannungen haben jetzt dein System verlassen und du spürst eine tiefe Geborgenheit,
einen tiefen Frieden, eine tiefe Liebe. Spüre jetzt mal die Weite und die Freiheit und den tiefen Frieden, wie es jetzt ist, ohne Angst zu sein, ganz klar zu sein. Spüre mal die Erdung, die Würde, die Klarheit, das Vertrauen. Und atme diese Energie jetzt dreimal tief ein. Du bist behütet, du bist getragen, du bist unendlich geliebt. Und in dieser Energie kannst du dir jetzt erlauben, ganz entspannt in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Du landest jetzt wieder in deinem Alltagsbewusstsein, aber du spürst, dass du freier bist, dass du diese Ängste, Enge losgelassen hast und dass du absolut kraftvoll, entschlossen und mutig und voller Urvertrauen und Eigenliebe dein Leben weiter beschreiten kannst. Bedank dich bei deinen geistigen Helfern und Führern. Bedank dich beim Licht. Streck dich durch und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und atme nochmal tief ein und wieder aus. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, dann komm ganz ins Hier und Jetzt zurück und öffne deine Augen. Du kannst diese Übung natürlich wiederholen. Du kannst da auch immer wieder dran arbeiten. Und du wirst jetzt merken, eben, dass es klarer ist, dass du ein bisschen stabiler bist, weiter geworden bist, weil ebenso sich Ängste gelöst haben. Und ich bin in dieser Meditation sehr bewusst nicht im Detail auf etwas Konkretes eingegangen, wo es heißt, das ist jetzt diese konkrete Angst oder jene Angst. Du kannst es natürlich auch mit konkreten Themen machen, also einfach in den neutralen Raum und konkret diese Themen dann einfach bearbeiten und lösen. Aber es hat sich auch so eben genauso das gelöst, was jetzt für dich gepasst hat. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wieder sehen, wieder hören. Abonniere den Kanal, teile das Video, lass mir einen Daumen hoch da. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Und danke an die Community, danke an alle, die da immer wieder mitmeditieren und mitmachen. Es ist natürlich ganz toll, auch die Feedbacks. Wenn du selber ein Thema für eine Meditation hast, schreib es in die Kommentare. Ich nehme mich gerne mal dieses Themas an.
Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin Oliver Erreny, medialer Energetiker. Alles Gute. Tschüss.